Herzlich willkommen zu Plenty Markets News im April 2023. Worum geht es heute? Wir legen los mit PlentyShop PWA Hackathon, denn der ist vorübergegangen und dazu bekommen wir einen kurzen Bericht. Weiter geht's dann mit Plenty Warehouse, denn Plenty Warehouse ist erschienen in einer neuen Version und da gibt es bestimmt wichtige Neuerungen, die kriegen wir heute erklärt. Weiter geht's dann mit der Order UI, denn die soll jetzt wirklich ready to go sein. Aje wird uns dazu mehr erzählen. Und dann gibt es noch ein paar Marktplatz-Integrationsneuerungen rund um Wayfair, Kaufland und Amazon. Und nach dem Intro, da geht's los. Weiter geht's direkt mit Kolja. Kolja jetzt in einer neuen Rolle, und zwar APM Business Development, damit auch verantwortlich für den Bereich Plenty Shop, somit auch Plenty Shop PWA. Erstmal herzlich willkommen, Kolja, auf dieser neuen Rolle. Alles Gute für die Zukunft. Erzähl uns doch mal über dein erstes Projekt, was du verantwortet hast, den Hackathon. Ja, vielen Dank, Jan. Ja, der Hackathon war aus meiner Sicht ein sehr großer Erfolg. Wir haben über 40 Teilnehmer remote und vor Ort begrüßen dürfen. Das Team hat mit den Teilnehmern verschiedene Aufgabenpakete bearbeitet für die PWA und View Storefront. Und ich denke, das größte Ergebnis für uns ist zum einen das Feedback, was wir jetzt schon erhalten haben, was wir später einführen können in unsere weiteren Entwicklungen. Und dass sich gezeigt hat, dass die Dokumentation, die wir vorbereitet haben, um den Einstieg so einfach wie möglich zu machen für die Entwickler, das ist so für mich das Highlight, dass wir einfach sehen, dass wir jetzt schon gute Arbeit geleistet haben. Natürlich müssen wir noch daran arbeiten, das Ganze zu optimieren. Für den jetzigen Stand der PWA ist das aber wirklich ein sehr, sehr großer Erfolg, dieser Hackathon. Und gerne mache ich direkt weiter mit unserem Shop Booster. Wir haben bei den letzten Product News angekündigt, dass wir mit dem Ausrollen starten. Und das haben wir jetzt abgeschlossen. Alles unter der Prämisse, die Performance der Shops zu verbessern. Und ja, wer darüber weitere Informationen sehen möchte, kann die in der Infobox nochmal nachlesen, was genau das bedeutet und die Rahmenbedingungen des Ganzen. Weiter gibt es ein Projekt, was ebenfalls jetzt abgeschlossen ist, nennt sich URL-Parameter. Der Shop Booster bietet nun die Möglichkeit, zusätzliche Abfrageparameter hinzuzufügen, um Plenty Shop Seiten mit diesen Abfrageparametern aus dem Plenty Shop Cache zu laden. Es können auch bestimmte Abfrageparameter vom Shop Booster Caching ausgeschlossen werden. Dies ebenfalls etwas, um die Performance der Shops zu optimieren. Ebenfalls da, wer wissen möchte, wie man das Ganze einrichtet, findet das ebenfalls in der Infobox. Dort sind auch Beispiele hinterlegt, um es Verständnis für diejenigen etwas zu vereinfachen, die das Verständnis noch nicht genau haben. Schaut gerne mal rein. Vielen Dank. Super, danke dir, Kolja. Ja, weiter geht's jetzt nicht mit Thorsten, denn der ist offensichtlich im Urlaub, aber Thorsten hat einen seiner Product Manager, den Tom, vorbeigeschickt. Tom, du verantwortest ja Plenty Warehouse mit und hast deswegen auch sicherlich die Infos, was es mit der neuen Version auf sich hat. Bitteschön. Genau, vielen Dank, Jan. Ja, wir haben jetzt wieder einiges an Neuerungen und Bugfixes released. Besonders hervorheben möchte ich da zum einen, dass man nun die Möglichkeit hat, im Wareneingang eine Position zu splitten oder zu teilen. Das ist besonders dann interessant, wenn man zum Beispiel einen Artikel mit unterschiedlichen Chargen oder MAT-Informationen hat oder wenn man den Bestand eines Artikels direkt auf unterschiedliche Lagerorte buchen möchte. Die andere interessante Neuerung betrifft die Rollendekommissionierung. Wenn man dort einen Auftrag in den Fehlerstatus setzen muss, weil zum Beispiel ein Artikel nicht gepickt werden konnte, dann werden jetzt automatisch Informationen zum Artikel und zum betroffenen Lagerort mit an die Auftragsnotiz gehangen. Somit lässt sich dann einfach im Nachgang besser nachvollziehen, warum ein Auftrag nicht vollständig kommissioniert werden konnte. Genau. Das war alles, Tom. Das war alles, genau. Ja, das klingt ja ganz, ganz überschaubar, aber nach wichtigen Neuerungen auf jeden Fall. Vielen Dank, Tom. Vielleicht auf bald mal wieder beim nächsten Release, spätestens wahrscheinlich. Weiter geht's dann mit Aje zum Thema Order UI. Aje, die kommt jetzt doch endlich raus, oder?
Das ist Spaß. Ich hätte beinahe gesagt, ein Running Gag, aber ein Evergreen in unseren Produktvideos. Die Kompaktansicht, also die lang erwartete kompakte Auftragsübersicht, ist jetzt angekommen in den Stable-Systemen, was eine super, super tolle News sind. Toll ist auch, dass wir in der Zwischenzeit schon viel Feedback bekommen haben, aber jetzt ist auch nochmal besonders wichtig, Feedback zu sammeln. Also von daher bitte, Leute, guckt es euch an, testet's, weil mit der neuen Kompaktansicht rückt natürlich auch der Abschalttermin der alten UI in die Nähe. Und deswegen brauchen wir da unbedingt Feedback, falls da noch irgendwas fehlt oder Fehler auftreten oder, dass wir da schnell aus dem Beta-Status rauskommen und wirklich dann die neue UI als einzige UI in den System haben. Was besonders ist, warum es vielleicht auch interessant ist, sich das mal anzugucken, ist, dass die Arbeitsweise mit der Kompaktansicht wieder ähnlich ist wie in der alten UI. Das heißt, man hat die wichtigsten Funktionalitäten auf einen Blick tatsächlich. Was aber besonders schön ist, dadurch, dass wir die MyView-Funktionalität da berücksichtigt haben oder mit eingebaut haben, hat man wesentlich viel mehr Möglichkeiten, das zu individualisieren, also für seinen Geschmack anzupassen. Es sind Farben mit dabei mittlerweile, die man, oder umgekehrt, man kann die einzelnen Elemente farblich markieren, auch individuell mit den Farben, die man gerne hätte. Ein paar Standardfarben geben wir im Standard mit, also ein paar Farben geben wir im Standard mit. Den Rest kann man sich wirklich selber definieren. Und aber auch sowas, was sich schon lange gewünscht wurde, wie Texte oder die Header-Texte, die einzelnen Felder selber zu benennen. Das ist alles jetzt schon möglich. Also alles Themen, die schon in der alten UI lange gewünscht waren, sind jetzt schon vorhanden. Von daher, da ist auch ein bisschen, wie sagt man, Anreiz da, sich das Neue anzugucken und dann auch Feedback zu geben. Also wir freuen uns auf euer Feedback. Schaut es euch an und wir sind gespannt. Super gut. Ich habe die Public Review gesehen. Die letzte war echt schwer begeistert, weil man ja wirklich jeden einzelnen Bereich in der Compact View anordnen und ändern kann, so wie man sich das wünscht von der MyView. Also vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, das seht ihr auch so, liebe Anwender. Man muss sich zwar am Anfang ein bisschen damit reindenken, aber wenn man das geschafft hat, ist es ein extrem flexibel auf euch abzustimmendes Werkzeug, was euch wirklich den Arbeitsalltag vereinfachen kann. Und jetzt mit der Compact View auch bunt, optisch sehr gelungen. Danke dafür. So, kommen wir zum letzten Tagesordnungspunkt, Plenty Channel. Es gibt einige Neuerungen zu einigen Marktplätzen. Daniel, bitteschön. Ja, danke, Jan. Ja, wie Jan schon gesagt hat, ich habe heute drei Themen mitgebracht. Das erste Thema ist eine neue Marktplatzintegration und zwar ist das Wayfair. Ja, dieser Marktplatz, der Marktplatz eignet sich besonders, wenn ihr im Bereich Möbel oder Dekoration unterwegs seid. Und um Wayfair nutzen zu können, benötigt ihr zum einen das neue Plugin. Das findet ihr ganz normal im Marketplace und zum anderen einen Account bei Wayfair. Zusätzlich haben wir Informationen für die Einrichtung in der Infobox oben rechts zusammengefasst. Das heißt, einfach mal draufklicken und ausprobieren. Das nächste Thema, das ist Kaufland, und zwar Kaufland Tschechien. Das ist jetzt der dritte Verkaufskanal, den Kaufland mittlerweile anbietet, neben Deutschland und der Slowakei. Auch hier gilt genau das Gleiche. Wenn ihr Interesse habt, nutzt die Informationen zur Einrichtung. Auch diese findet ihr oben rechts in der Infobox. Und das letzte Thema, wir haben auch angefangen, an den Einstellungen zu arbeiten, und zwar bei uns an den Amazon-Einstellungen. Diese findet ihr ganz normal neben den bisherigen Einstellungen und die laufen aktuell noch im Parallelbetrieb. Das soll heißen, wir benötigen hier euer Feedback ganz dringend. Das heißt, wir versprechen uns letztendlich davon, dass die Einrichtung deutlich einfacher ist und auch die Übersichtlichkeit. Feedback gerne im Forum und weitere Informationen diesbezüglich auch ebenfalls oben rechts in der Infobox. Das war es soweit von mir. Dann gebe ich nochmal an Jan zurück. Wunderbar. Vielen Dank, Daniel, und euch allen für die wichtigen News heute in diesem News-Video. Und wir gehen jetzt gemeinsam in die heiße Phase des aktuellen OPs. Also unser Operating Plan 2 neigt sich dem Ende. Ende Mai ist quasi, fällt der Hammer, dann startet der nächste OP. Das heißt, wir sind jetzt in der heißen Phase, Projektabschluss und Beginn Planung von den nächsten Projekten. Und deswegen wird auch die nächste News-Sendung sehr interessant.
Und wir sind alle sehr gespannt, ob wir all unsere Ziele erreichen und wenn ja, wie es denn dann genau ausschaut. Also bleibt uns treu, schaut auch gern nächsten Monat wieder rein. Wir werden sicherlich auch da ein ganzes Bündel von Neuerungen für euch haben. Bis dahin, gute Zeit euch, macht's gut. Ciao.